Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Deluxe. Wir machen weiter. An einem neuen Tag. Das ist auch schon Asano. Morgen, Dedo. Sieht aber jemand müde aus. Ist das ein Morgenmuffel? Nee, wir haben schlecht geschlafen, weil wir von Gardevoir geträumt haben. Was? Sind das in letzter Zeit oft seltsame Träume? Was sind das denn für Träume? Also, nein, nicht also. Delo erzählte Asano von seinen Träumen. Verstehe. Delo, du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, nicht oder? Nicht oder? Genau. Heute geht gar nichts, ich sehe schon. Da könnte es doch sein, dass... Vielleicht haben die Träume etwas damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist. Ich muss dich etwas fragen, Delo. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Frage. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht. Wäre ich gerne wieder ein Mensch? Bin mir nicht sicher. Was hast du denn? Kannst du dich nicht einfach nicht entscheiden? Glaube ich dir gern. Mit mir zusammen zu sein ist ja auch bestimmt auch viel lustiger als alles, was du vorher in deinem Leben getan hast. Ja. Da fällt mir ein, wir hatten doch heute vor, zum Pokémon-Platz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder aufnehmen können. Worauf warten wir noch? Nichts wie auf zum Knuddelhof Camp Kiosk. So, ja und nicht nur das, ich will auch erstmal zu Kangama. Ich wusste, wo das ist. Hier. Ah, die Grafik ist so schön. Ich möchte lagern und zwar möchte ich genau ein Top-Ether lagern und gar nicht mehr. So. Ja, ich kann sogar zwei Top-Ether wegtun. Ich kann auch zwei Siedelbeeren wegtun. Ja, die Beeren lasse ich mal. Ich lasse es mal dabei. So, ich muss mal eben gucken. Was ist denn mit dem Box? Nicht lagern. Nein, nein, nein. Abholen. Hopschall will ich jetzt nicht mitnehmen. Kann ich noch gar nicht verwenden. Zumindest kann ich jetzt nicht mitnehmen. Noch Intensivtickets, Zarro-Raum. Und Zink. Zink könnten wir mal mitnehmen und einsetzen. So, ja. Aber ich kann das jetzt nicht einsetzen. Ich kann das erst im Dungeon irgendwie einsetzen. Ach, das ist ein bisschen. Naja. Was ist das hier? Ist klar. So. In der Snubbelikatbank sollte was mit Knuddelluft sein. Ah ja. Los, nichts wie auf zum Knuddelluft-Campius. Ich wollte doch gar nicht mit dir reden, Asano. Meine Güte. Willkommen im Knuddelluft-Campius. Ist das etwa euer erster Besuch hier? Ich verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich hier Retterteams wie euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Retterteams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder am Wasser, Camps gibt's an vielen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für euer Pokémon geeignet sind. Für die Pokémon geeignet sind, die ihr in euer Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch drei Camps. Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Mein Glückwunsch! Ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, denen eines dieser drei Camps zusagt. Wie man neue Pokémon anwirbt, möchtet ihr wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man in den Dungeons kämpft. Die fragen euch dann, nach dem Kampf, ob sie eurem Team beitreten dürfen. Das war's mit meiner Erklärung dazu. Denn probieren geht über studieren. Piep, piep. Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren. Ich will ihrem Retterteam nämlich ebenfalls beitreten. Na gut, heute ist echt euer Glückstag. Tralala, Camps, hurra! Wir haben was für alle da.
auch Zugang zum Kraftwerk. Okay, das ist nett. Danke auch für eure Hilfe, Magnetilo, sonst hätten wir das nicht bekommen. Bipipura, das Kraftwerk ist jetzt verfügbar. Bipipura. Verzeihung, Bip. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt, Bip. Er wünscht sich nämlich nichts sehnlicher, als eurem Team beizutreten, Bip. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Aber klar doch. Schließlich waren wir es ja, die ihn in unserem Team haben wollten. Mein Freund ist mehr als willkommen. Super, Bip. Vielen Dank, Bip. Gib dein Bestes und sei deinem Team kein Klotz am Bein, Bip, Bip. Bip, ich werde mein Bestes geben. Versprochen, Bip. Bip, Bip, hurra. Magnetilo Level 7 ist jetzt bei uns. Ohne Spitzname. Bip, ich werde mich dann mal im Kraftwerk aufladen gehen. Bip. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab. Bip. Bis dann. Bip, bip. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Magnetilo auf ein Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die Teamaufstellung einfach ändern. Nehmt dazu einfach den Weg nach unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeons aufbrecht. Das war alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif bei eurer Arbeit. So, ja, dann können wir jetzt mal gucken, was wir für Aufträge finden. Was haben wir denn hier? Einiges. Donnerhallhöhle, Stahlberg. Da wollen wir da nochmal hin? Minun wartet auf mich. Ja, okay, dann nehmen wir das mal an. Oh, Kraftbandana gibt es dafür. Annullierorb, ja. Belieberorb. Nehmen wir erstmal diese ganzen Stahlbergaufträge an. Können wir uns auch sofort darum kümmern. Und im Moment wollte ich eigentlich noch eben ins Dojo gehen, aber anscheinend nicht. Huch, was ist da los? Gibt es etwa Streit? Engulist und Blanas. Bitte helft meinem Freund. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Auf keinen Fall. Für lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Was ist denn hier los? Meinst du den Aufruhr hier? Apunga bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr den da? In der Mitte, mit der spitzen Nase? Das ist Tingulist. Er ist der Anführer dieses Retterteams. Er ist ziemlich gierig. Er wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Apunga kann einem leid tun. Bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment. Was wollt ihr denn hier? Seht nur, das ist ja Simsala. Das ist Simsala? Hilfsbereitschaft ist nicht gerade deine Stärke, habe ich recht. Um Papungas Freund zu retten, hat es einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Also stellt euch nicht so an und helft dem armen Pokémon hier. Na gut, wir kümmern uns darum. Wow. Engulus hat sofort eingewendet, zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Berühmteste Team weit und breit. Das da ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Und hier haben wir Despota. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das hier ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und hat ein IQ von sage und schreibe 5000. Das heißt, er habe sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt dem Team die Anweisungen. Er ist der unbestrittene Anführer. Vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Oh, diese Ausstrahlung. Das Team hat seinen goldenen Rang nicht ohne Grund. Was ist los? Ach, nichts. Alles in Ordnung. Lasst uns gehen. Das ist schon ein krasses Team. Jetzt habe ich aber richtig mit der Angst zu tun bekommen. Cool. Oh, Delo. Wir müssen auch so werden wie die. Am besten, wir werben viele Pokémon an und werden ein Retterteam erster Klasse.
Nicht, solange ich das verhindern kann. Gengar. Am nächsten Morgen. Ey, ich wollte noch einen Auftrag abschließen. Morgen, Lilo. Geben wir heute wieder alles. Flop, flop, flop. So, Pinip hat wieder Post für uns. Blonk. Was soll diesmal in der Post ist? Lass mich mal schauen. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Ihr wolltet immer schon wissen, was es mit Regenbogengummis auf sich hat? Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um das allseits beliebte Power-Konfekt. Diese Süßigkeit darf in keinem Camp fehlen. Retterteams nah und fern loben diese süße Sünde in den höchsten Tönen. Ihr fragt euch warum? Nun ja, einerseits schmecken sie einfach himmlisch. Andererseits kann man durch sie manchmal mysteriöse Kräfte erlernen. Diese besonderen Kräfte werden Talente genannt. Es handelt sich bei Regenbogengummis also um eine ziemlich kostbare Nascherei. Und zur Feier eurer ersten Camps hat es sich die Rettungsorganisation nicht nehmen lassen, euch ein ganz besonderes Geschenk zukommen zu lassen. Drei Regenbogengummis, okay. Sind jetzt im Kangama-Lager. Retterteams, die Regenbogengummis in ihrem Camp essen, gewinnen an Stärke. So kommen sie ihrem Traum einen Schritt näher, ein erstklassiges Team zu werden. Ende. Wow, so spendabel. Und da wir drei Stück bekommen haben, können wir sie mit Magnetilo teilen. In Camps geht es da lang. Hier haben wir unsere Retterteam-Camps. Oh, das sieht ja schön aus. Magnetilo ist im Kraftwerk. Dilo und Asano sind zu Besuch. Da kann ich jetzt ein Gummi geben. Ah, das Regenbogen-Gummi gebe ich glaube ich nicht, aber das Deluxe-Gummi gebe ich nicht, aber ein Regenbogen-Gummi, das sollte schon klar gehen. Verteidigung wurde um 3 erhöht und Magnetilo kann offenbar ein neues Talent erlangen. Wunderheilung. Tritt ein Teammitglied auf ein Wunderfeld, werden nicht nur seine gesenkten Statuswerte zurückgesetzt, sondern auch negative Zustände wie Brenn oder Gift geheilt. Okay. So, Asano, du kriegst auch einen Gummi. Dein Griff steigt um 1. Okay, war jetzt nicht so krass. Und nimm auch selbst noch 1. Ein neues Talent. Harmonie! Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sich gegnerische Pokémon dem Team anschließen. Oh, das ist ja praktisch. Okay, dann haben wir das erledigt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Dojo jetzt nicht mehr, aber wir machen den Auftrag, den wir angenommen haben, beziehungsweise es sind ja 4 Aufträge. Seltsame Höhle kann jetzt erkundet werden. Ja, aber erstmal müssen wir hier zum Stahlwerk. Super Gegner Galoppa. Oh, da habe ich mir so Angst vor. Du kannst jetzt ein Team aufstellen. In dieser Funktion kannst du wählen, welche Pokémon mit auf Abenteuer gehen. Stell dir für dieses Abenteuer zuerst mal ein Team mit 3 Pokémon zusammen. Such dir dafür zunächst ein Team aus, wähle fürs erste bitte Team Nummer 1. Ja. Okay. Team aufstellen. Zur Wahl haben wir hier einen Magnetilo. Brechen wir jetzt auf. Radfratz begleitet uns ja auch. Einer unserer Auftraggeber. Und da sind wir wieder im Stahlwerk. Besiegt der Anführer, das Pokémon, das du steuerst, einen Gegner in unmittelbarer Nähe, möchte sich dieser manchmal deinem Team anschließen. Nimmst du ihn in dein Team auf, bestreitet er mit dir das Abenteuer. Radfratz ist wie gesagt auch dabei. Oh, Ampelleuchte geht ganz schön weit und. Sagen, das läuft ja schon ganz gut. So, das ist auf jeden Fall erledigt. Magnetilo nimmt sofort die Siedelbeere mit, auch nicht schlecht. Da kommt das nächste Rabauz. Ampelleuchte geht ja wirklich über das ganze Feld. Was wir haben. So, hier ist auch sofort die Treppe, aber hier ist auch noch ein Item, das würde ich ganz gerne erstmal mitnehmen.
ein Schlafsaal. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Galopper. Mal gucken, wie das läuft und wie laufen wird. Stahlberg E2. Das ist ein Apfel. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann müssen wir keinen Hungertod erleiden. Gelb. Und ein Popanz. Auch schon erledigt ist. Ja, dann reicht das so dann, okay. So, wo ist die Treppe? Hier nicht. In der Mitte vielleicht. Oh! Und jetzt haben wir es hören, dass Popanz sich mit uns angefreundet hat und sich uns anschließen möchte. Pokémon, die mit dir ein Abenteuer bestreiten, können Mitglieder des Retterteams werden, sofern sie unversehrt sind, wenn du das Abenteuer abschließt. Du benötigst dafür allerdings Camps, in denen sie danach warten können. Wir haben noch kein Camp, in dem es Popanz sich niederlassen könnte. Drücke X, um das Menü zu öffnen und wähle Team-Info, um einzusehen, welche Camps du benötigst. Camps, die du noch nicht erschlossen hast, sind rot markiert. Mit dem Item Knuddeluff Orb kannst du auch in Dungeons Camps erschließen. Was mache ich denn mit dem Boden? Antike Ruine. Die haben wir nicht. Aber wir können Popanz auf jeden Fall mal mitnehmen, dann haben wir einen Teammitglied mehr, das wird sich uns nicht anschließen können. Aber es kann ja trotzdem jetzt erstmal helfen. Und gerade gegen Galopper brauchen wir sowieso jede Hilfe. Ich war jetzt überall, nur nicht im richtigen Raum. Super. Was ist der hier unten? Ja, so mit 5 Pokémon unterwegs zu sein ist schon heftig. Albert. Okay, da ist Minun. Müssen wir Radfratz hinbringen. Oh, und da ist ein Gegner. Ja, weil jetzt auch ziemlich vernichtet wurde. Wird alles eingesammelt, außer die Fragia-Beere, dann lassen wir die mal liegen. Schalter. Wenn ein Pokémon darauf tritt, steigen die von ihm und seinem Mitstreiter eingesetzten Attacken schneller im Level auf. Dieser Zustand hält an, solange sie sich auf dieser Ebene befinden. Okay. Hurra, Minun ist überglücklich, dass du Radfratz mitgebracht hast. So, den ersten Auftrag können wir hier erfolgreich abschließen. Sind wir leider nur zu viert unterwegs. Können das natürlich jetzt hier verlassen, aber ich will noch eben die 3 Gegner hier besiegen, auch weil wir jetzt eben diesen einen Effekt haben. Und Drachenwut wurde auch schon aufgefrischt. Oder aufgestuft, nicht aufgefrischt. Reicht, glaube ich, schon. Nein, das reicht nicht, okay. Ja, gut. Dann können wir jetzt aber zur Treppe gehen. Und die Gegner tauchen ja immer wieder neu hier auf. Macht auch nichts, aber wir wollen weiter. E4. Haben wir hier einen Auftrag abzuschließen? Ja, mit Hornyu.
je. So. Noch ein Taniel. Das ist echt stark. Okay, das war jetzt ganz schön knapp, weil wir hatten nicht mehr so viele KP. Hurra, du hast Hornyu gefunden. Komm später bitte zur Pilipperpost. So, ja, die Fragia-Beere kann ich nicht mitnehmen. Wobei, ich muss meinen Apfel essen. Und dann kann ich auch die Fragia-Beere mitnehmen. Sammelbox. Ach, muss auch aufpassen, dass wir hier nicht verhungern. Ich sehe auch, dass Pans einen Äther gebrauchen könnte. Nicht Pans, sondern Magnetilo. So, nächstes Stockwerk. E5. Weiter. Mini-Belebersamen. Ja, ich fürchte, gegen Galoppa werde ich den auch brauchen. Immer gegen Galoppa auch gar nichts Starkes. Also, der Bupanz kann da vielleicht was machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Bodenattacken beherrscht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Oder auch Lebensstelle kann es. Okay. Eine Springfalle, vorsichtig, oh mein Gott. Weil Gegner, die müssen wir besiegen. Oh, was, Heuler? Weg mit dir, zack, einfach nur weg mit dir. Ah ja, du willst dabei sein? Ja, dann nehme ich dich mit. Also nicht weg mit dir, sondern mitkommen. So, Stahlwerk. Hier ist Vivien. Vivien. Mal oben lang. Da kommt mir auch schon ein Zickzack entgegen. Was echt immer sehr viele. Oh, Peter, wenn du so auf den Ampelleuchter einsetzt, Magnetilo. So, Fiefchen ist gefunden. Einen Auftrag haben wir aber dann noch, oder? Ja. Mini-Belebersamen. Ja, ich will den schon einsetzen, schon dabei haben zumindest. Ich weiß, ich werde jetzt einen Top-Äther auf Funkenflug einsetzen. Sinelbeere, die ich gar nicht gebrauchen kann, aber trotzdem irgendwie möchte. Ja, ich glaube, eine Sinelbeere ist wichtiger als eine Piersoft-Beere. Nochmal Geld. Ja, schon wieder Hunger. Das ist nicht gut. Habitat kann was tun. Das kann man in Angriff senken. Und zwar vom ganzen Team. Ein bisschen fies ist. Oh, schon wieder eine Springfalle.
andere Seite besiegen kann. Okay, Level Up für Gelo, für mich. Keine neue Attacke. Na gut. Klatsche will ich jetzt noch besiegen. Ein Politur. Jetzt wird schneller. Oh, es ist besiegt. Wir gehen weiter. E7 erst. Aber da ist Wampel. Der Magen ist gleich leer. Ich kann Wampel noch retten. Und dann würde ich sagen, verlassen wir den Dungeon. Und entgehen wir auch dem Galopper. Und ja, auch dem Hungertod. Wobei, ich hätte eigentlich noch einen Apfel gehabt, nur weiter hinten im Inventar. Ist egal. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Pupanis niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 260 Poke. Zigzag scheint deinem Team beitreten zu wollen. Zigzag kann sich wohl im Camp Wildebenen niederlassen. Möchtest du Zigzag deinem Team hinzufügen? Ja. Ein Spitzname für Zigzags? Nein. Danke, dass du mich zur Minung geführt hast. Hier bitte deine Belohnung. Ein Goldbahn, danke. Bei erfolgreich abgeschlossener Mission erhältst du Rettungspunkte. Hast du genügend Rettungspunkte gesammelt, steigt dein Retterrang. Dabei erweitern sich die Retterteam-Camps so, dass dort mehr Pokémon auf Abruf warten können. Erfülle viele Aufträge und steigere deinen Rang. Okay. Und die Anzeige mit dem Retterrang ist auch sehr viel besser, als es damals war. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Hornio gerettet hast. Gib bitte deine Belohnung. Kraftbandana, Ködersamen, 50 Retterpunkte und 100 Poke. Steigen wir bald schon im Rang auf. So, von Vivien kriegen wir ein Annullier-Opt auch wieder 50 Retterpunkte. Bin dir unendlich dankbar, dass du Wampel gerettet hast. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Tag und Part. Zwei neue Teammitglieder an sich sehen lassen. Im nächsten Part machen wir weiter mit den Aufträgen hier. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin wie immer, alles Gute!